Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Es handelt sich um ein Spiel, das ich auf Steam gefunden habe vor ungefähr 2-3 Tagen. Hab mir da ein bisschen was angeschaut, auch auf Steam, ein paar Kommentare und so durchgelesen. Und ich muss sagen, wurscht, was die Kommentare geschrieben hätten, ich muss das Spiel haben. Ich muss das Spiel haben. Und bin gleich 2 Tage später mir eine Steam-Karte holen gegangen und habe mir das Spiel gekauft. 20 Euro ist es wert. Es ist es wert, aus meiner Sicht jetzt schon, denn ich liebe diesen Grafikstil. Das Spiel, das ich meine, ist Aragami. Und wir spielen einen rachsüchtigen Geist in Form eines Ninjas. Beschworen von einer holden Maid. Dazu kommen wir aber später noch. Oder gleich besser gesagt, denn Achtung! Dieses Spiel nutzt eine Autosave-Funktion. Bitte schaltet das Spiel nicht aus, wenn dieses Symbol angezeigt wird. Drücke einen Knopf. Und wir beginnen mit dem Spiel. Ich wollte es unbedingt haben. Ich konnte nicht anders. Und passt auf die Musik. Ist jetzt Kapitel 1 Aragami. Ich hoffe, ich kann das Ganze nochmal neu beginnen. Ich denke schon, wenn ich auf Geschichte gehe. Boah, die Musik ist so schön. Die Musik ist so unglaublich schön. Boah, ich lasse euch kurz lauschen. Zeichenstil, seit ich Okami das allererste Mal gespielt habe. Wer oder was ist jetzt Okami? Okami ist keine geringere als die japanische Sonnengöttin Amaterasu. Und wer sich ein bisschen auf Wikipedia einlesen möchte diesbezüglich, ja, diese Sage, diesen Glauben gibt es wirklich. Okami ist zwar jetzt ein Videospiel, ja, aber das Grobe rundherum ist tatsächlich dort eine Gottheit, die Sonnengöttin. Und ich mochte diesen Grafikstil von Anfang an. Bitte, ihr müsst bedenken, Okami ist per Hand gezeichnet worden, ja. Und auch hier zeigen sich Spuren. Nicht unbedingt, zumindest mal aus der ersten Perspektive, etwas Gutes, da wir ein rachsüchtiger Geist sind, meint man doch auch von Supernatural und so, dass das eigentlich was Böses ist. Wir werden bestimmt im Laufe der Geschichte draufkommen, was wir wirklich sein sollen, für wen wir, ich sag mal, arbeiten, warum, wieso, weshalb. Ich habe nur ganz, ganz kurz, nur ein paar Sekündchen in die Aufnahme reingeschaut, um zu schauen, ob die Aufnahme funktioniert. Das schaut echt gut aus. Und ich möchte gleich weitermachen. Ich muss aufhören zum Labern, es tut mir leid. Aber ich bin gerade so, wow, geil. Weißt du, und ich halte jetzt die Fresse und wir starten die Geschichte. Und zwar, ihr seht schon, oh, es gibt einen Mehrspielermodus. Ich bin aber leider nur eine Ein-Frau-Mannschaft momentan. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Vielleicht habe ich mal die Gelegenheit, einen Multiplayer zu machen. Keine Ahnung, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt den Einzelspielermodus durchmachen. Kapitel 1, Aragami. Rang, Fragezeichen, wir haben nichts. Irgendwie. Ich denke mal, dass man die Kapitel nochmal durchhatschen kann.
Schau mal, was da alles für Symbole sind. Wahrscheinlich kann man da irgendwas suchen oder erreichen. Mit 100% vielleicht. Das wird lustig, das schaffe ich nie. Auf jeden Fall, wir spielen mal. Findet eine Wache einen toten Kameraden, alarmiert sie, die Gesetz ist logisch. Aragami! Was ist das? Wo bin ich? Aragami! Wer ist da? Komm zu mir! Folge meiner Stimme! Was? Wer oder was bin ich? Und warum schaue ich aus wie Rotkäppchen? Ja, dieses rote Cape, ne? Ich habe noch überhaupt keine Ahnung vom Spiel. Ich habe jetzt, wie gesagt... Komm her! Ich habe, wie gesagt, jetzt nur geschaut, ob die Aufnahme funktioniert. Das ist komplett blind für mich. Auf jeden Fall, Licht, ihr seht schon... Sobald wir irgendeine Lichtquelle berühren, sieht man uns vollständig. Aber tauchen wir hinab in die Schatten, sind wir beinahe unsichtbar. Vereint mit den Schatten. Was haben wir denn alles hier? Was ist das? Kann man hier durch? Oh, Entschuldigung. Was? Oh. Na, du Schnecke. Yamiko. Es hat geklappt. Das Ritual hat funktioniert. Ein echter Aragami. Ich habe es geschafft. Was? Mein Name ist Yamiko. Ich habe dich gerufen. Wie heißt du? Wie fühlst du dich? Scheinbar ist ein Aragami wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Aragami? Entschuldige, bin ich zu schnell? Ich bin doch nicht doof, Mädel. Du bist ein Aragami, ein rachsüchtiger Geist, beschworen in einem uralten Ritual. Ich war nicht sicher, ob es klappen würde. Rachsüchtig? Ja, ein Clan namens Kaiho. Heißt das so? Kaiho? Wahrscheinlich Kaiho. Sie haben meine Leute getötet. Sie haben unser Land gestohlen. Sie haben alles zerstört. Wir haben den Krieg verloren. Und sie haben alles den Erdboden gleichgemacht. Kaiho? Ich habe den Angriff nur knapp überlebt. Sie haben mich weit weg im Tempel der Stadt gefangen. Was du von mir siehst, ist nur ein Abbild. Wie macht ihr das? Mädel, du bist mir gerade nicht ganz geheuer. Wenn ich dich auf den ersten Blick so anschaue, würde ich gerade sagen, dass du Okami bist. Die ist nämlich auch so schön weiß. Also nicht jetzt in Menschenform, sondern in Wolfform. Aber so hübsch. Was? Ja. Ich weiß nicht, wie lange sie mich festhalten oder ob sie mich leben lassen werden. Du bist meine einzige Hoffnung, Aragami. Ja. Gut. Was soll ich tun? Zuerst wirst du ohne Waffe nicht weit kommen. Folge mir. Okay. Also ein Glühwürmchen folgen. Ja. Glühwürmchen. Ja. Schau mal da lang, ob hier irgendwo was versteckt sein könnte. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es hier Geheimnisse geben wird, ob wir hier irgendwas sammeln können. Ich weiß von gar nichts. Sind das wir? Ist das unser Grabstein? Eigentlich, vielleicht? Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir uns sowieso in den Schatten verstecken können, meuchelmorden können. Ich habe sonst keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ich möchte nur trotzdem sicherheitshalber ein bisschen hier herumschauen. Boah, Windschlangen, schaut mal. Windschlangenskulpturen. Was habe ich gemacht? Ich hänge hier fest. Was habe ich gemacht? Ich will da weg. Was kann ich da drücken? Hallo?
Was habe ich denn gemacht? Zocki, was hast du schon angestellt? Was mache ich da? Ich bin da irgendwie festgefriest. Kann man da irgendwas drücken? Damit das wieder aufhört? Unebene oder hell erleuchtete Flächen. Kann ich lesen? Kann man das skippen? Überspringen. Mit Space. Achso, draufbleiben. Okay. Entschuldigung. Mir egal. Oh. Entschuldigung. Ich muss das nochmal überspringen. Wir waren schon so weit. Also, ihr seht schon, das Tor ist verschlossen. Wie kommst du hindurch? Wahrscheinlich kann ich irgendwie auf den Baum raufklettern. Also, da drüben ist pfui. Nicht hingehen. Ja? Ich schaue nur hier nochmal ums Eck, ob da noch irgendwas wäre. Oh, schöne Pusteblumen. Das Pusteblumen. Bist du ein Löwenzahn? Lalala, ich denke, das ist ein Löwenzahn. So, was? Schattensprung. Boah, ich bin schon verliebt. Ihr werdet jetzt nicht verstehen, was ich meine. Ein paar von euch wissen ja, dass ich still und heimlich World of Warcraft zocke. Ich bin keine Progress-Spielerin, bei weitem nicht. Aber ich liebe meinen Main-Char. Das ist auch ein Schurke. Ein Assassinen-Schurke. Und der hat Schattenschritt und das ist Schattensprung und ich bin gerade verliebt. Und Entschuldigung, was? Wo waren wir? Ziele auf einen anderen Schatten in der Umgebung und drücke Right-Button. Also den rechten und der zeigt mir aber links. Habe ich eine Links-Rechts-Schwäche? Das ist doch ein Linker und da steht rechts. Was? Naja, um in diesen Schatten zu springen. Die Rune auf deinem Umhang zeigt den aktuellen Zustand deiner Schattenessenz. Wenn du nur wenig Essenz zur Verfügung hast, kannst du keinen Schattensprung ausführen. Ach so, ich verstehe schon. Mit der linken kann man Sachen weiterklicken. Mit der rechten machen wir das jetzt. Das zeigt sie an. Da, der Right-Button. Also, so. Ja, das haben wir super hinbekommen. Du hast Macht über die Schattenessenz? Ich wusste gar nicht, dass Aragami das können. In dem Fall solltest du im Licht vorsichtig sein. Es wird an deiner Energie zehren. Halte dich, wenn möglich. Ich bin jetzt so schnell im Lesen. Ich wollte das ein bisschen mit Stil machen. Kann man das? Warte, Option. Langsamer machen. Video, Ton. Sprache, Deutsch. Blut ist an. Natürlich muss Blut an sein. Ton, Synchronisation. Ja. Alarm, Video. Kann man da noch irgendwas machen? Texturenauflösung ist da nur, ne? Ja, das wird dann einfach Pech sein, ne? Na toll, jetzt läutet das Handy. Warum Handy? Warum läutest du jetzt? Genau jetzt. Vollbildauflösung. Ja, Auflösung ist gut, das passt. Vollbild gut. Scheiße. Das kann man echt nicht. Ich hatte jetzt echt gehofft gehabt, dass man das ein bisschen langsamer schalten könnte. Das ist jetzt aber echt blöd, da muss ich schneller lesen. Ihr tut es euch leicht. Ihr tut es euch da sehr, sehr leicht, weil... fortsetzen. Ihr tut es euch da leicht, ihr könnt es auf Pause schalten, könnt den Text nachlesen. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Ich werde das wahrscheinlich nicht so schön synchronisieren jetzt können manchmal. Nur einfach schnell überfliegen, damit ich weiß, was ich tun muss. Naja, es tut mir sehr leid. Dein Schattensprung. Steht das etwa echt auf der Wand? Naja. Lalala. Aber jetzt genießt mal ein bisschen die Grafik. Die ist so schön. Ich finde, die ist so schön. Es ist so unglaublich schön. Ich mag das so. Was? Schattenessenz. Du benötigst Schattenessenz, um deine Fähigkeiten zu benutzen. Intensive Lichtquellen ziehen dir Energie ab. Du kannst sie auffüllen, indem du in den Schatten bleibst. Okay, dann bleiben wir mal hier. Aha. Ah, der Umhang. Ich merke schon. Rot ist kritisch und weiß ist eben, oh, ja, entspannend. Oh yeah. Das heißt, wir dürfen das nochmal machen. Ich möchte mich gern, ja, genau so. Rennen mit Shift. Tatsächlich, es funktioniert. Es funktioniert. Ich bin immer noch am Suchen, ob da nicht vielleicht doch irgendwas versteckt sein könnte. Kann man Pilze zum Kochen oder so? Oh, was haben wir hier? Ist nur ein Korb.
Also, denkst du, dass deine Kräfte uns hier helfen können? Keine Ahnung, was soll ich da machen? Zielen und halten. Genau auf den Punkt, oder was? Toll! Was ist damit? Ah, die Wand. Okay. Eine Wand hinauf. Ich bin verwirrt. Ist da echt nirgendwo was versteckt? Weil es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön hier. Es ist so schön hier. Ich muss mich da ein bisschen umschauen. Es ist so schön. Ich genieße das gerade so voll. Es ist so schön. Die Kirschbäumchen. Mei, es ist so schön. Mei, ist das schön. Und jetzt? Da. Aha, ach so, ich verstehe. Hui, cool. Perfekt. Komm, hier ist etwas für dich. Aha, meine Waffe dann, ne? Kann ich da einfach runterhüpfen? Jupp, geht. Orochi, der Lindwurm. Gleich wie in Okami. Das ist nicht gut. Lass das Schwert stehen. Bei Okami war das gar nicht gut. Da haben wir den nämlich wieder, da wurde er wieder erweckt. Aber das Schwert ist schön. Das Schwert ist schön. Boah, ist das schön. Das Schwert ist schön. Orochi, der Lindwurm. 7 Köpfe waren das, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 köpfig. Da kann man sonst nichts stibitzen oder irgendwas mitnehmen. Gar nichts. Da ist einfach tote Hose. Ich habe immer das Gefühl, ich kann da was mitnehmen. Ja, gut. Das wird helfen. Was? Achso, das Schwert. Ja. Und jetzt? Ist da ein Gegner? Nein, da ist niemand. Nur Glühwürmchen. Und die Königin aller Glühwürmchens. Sieh da. Aha, okay, dann hier. Ich mag das Spiel. Ich werde so verrecken. Ich werde so oft verrecken. Ich weiß das jetzt schon. Freund oder Feind? Alles Freund, hier ist noch. Oh, hier ist noch niemand. Pass auf! Das ist einer von den. Steh still! Kaiho. Armee des Lichts. Armee des Lichts? Wie Armee des Lichts? Ist sowas nicht eigentlich gut? Übrigens, ich dachte mir, wir machen so 30 Minuten Parts wieder. Dachte ich mir. Ja und jetzt? Mädel, sag was! Hallo? Was jetzt? Heimliches Töten. Space? Machst du was? Machst du was? Bitte? Irgendwie hat er keinen Bock. Ich drücke die Taste und er will nicht. Warum, Schnucki? Warum willst du denn nicht? Muss ich näher ran? Aber dann sieht er mich ja. Kann ich speichern? Na, das geht nur automatisch, ne? Ah, meine Nase juckt. Ich werde da ja sterben, oder? Und jetzt? Space. Ja, würdest du? Er will nicht. Ah! Jetzt du da. Plus 100. Heimliches Töten. Yeah, okay, jetzt hat er doch genommen. Jetzt habe ich da. Ja, okay. Vielleicht ist die Tastatur ein bisschen kaputt. Kann schon sein. Keine Ahnung. Du bist einfach nur doof. Das könnte es natürlich auch sein. Das streite ich nicht einmal ab. So, und jetzt?
Glühwürmchen? Er ist kaputt. Dann gehen wir weiter, schauen wir, was da drüben ist. Oh. Wahrnehmung der Gegner. Ah, das können wir auch, okay. Die Menge des dich umgebenden Lichts beeinflusst, wie sichtbar du bist. Ach, was du nicht sagst. Mit dem roten Cape wird mich keiner erkennen, weißt du? Bleib in den Schatten und hock dich hin, um weniger gut sichtbar zu sein. Helle Lichtquellen können deinen Standort schnell verraten. Ja, gut. Sei vorsichtig, Kaiho-Soldaten sind Lichtgeweihte. Ihre Schwerter sind mit Lichtessenz getränkt. Denk nicht mal daran, dich ihnen direkt in den Weg zu stellen. Jetzt kann ich den Text besser lesen. Hocken. Ja, ich hocke schon. Ich hocke schon, ja. Wo soll ich denn hinhocken? Wir sind im Schatten. Wo ist denn da wer? Oh mein Gott, da drüben ist einer. Da drüben ist einer. Dreh dich um, wenn er mich umbringen kann. Brauchst dich nur umdrehen. Das geht schon. Komm, dreh dich um. Feines Puppi, fein. Fein bist, fein. Schatten? Schleich, schleich. Oh mein Gott. Ich glaube, das sieht mich da. Wenn ich den jetzt umhaue, ne? Ich denke, ich werde den zuerst killen müssen. Warte, ich muss nochmal zurück. Ich hoffe, das geht jetzt noch. So, ah, da ist ja noch so ein Kratler. Ah, das wird schon schwerer. Das wird jetzt schon schwerer. Das wird jetzt richtig schwer. Kommt der jetzt her? Hör auf. Oh mein Gott, der kommt her. Vielleicht ist er gar nicht so schlecht. Was? Wer ist da? Oh mein Gott. Alter, das ging in die Hose. Was? Der hat mich sofort umgebracht? Hör auf. Echt jetzt? Scheiße, nicht so stürmisch. Ah, das muss ich nochmal machen. Ja, du bist ja ein Kratler. Ist ja unglaublich. Puh, das muss ich echt... Jawohl, der ist erledigt. Passt. Das muss ich da echt... Und looten darf man nichts, ne? Da ist nichts zum Mitnehmen. Nein. Einfach nur zum Ummeucheln. Jawohl. Schleiche, schleiche, schleiche. Wie mache ich denn das? Herrschaft Zeiten. Wer sieht mich da? Jawohl. Fast perfekt. Scheiße, können wir den irgendwie aufheben? Und wegbringen? Ich fürchte nicht, ne? Hoffentlich sieht er denn jetzt nicht. Wenn ich jetzt ranlaufen würde, wenn er sich umdreht und den umhau, kann der mich hören? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Tschüss. Gut, das lief eigentlich gar nicht mal so schlecht. Eigentlich, circa in etwa, war das sogar ganz gut. Kannst du mich sehen, Bandit? Nein? Das ist gut, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Leise, pst. Und jetzt. Schwupp, tada! Wunderbar. Mua. Yeah, supi. Das lief ganz, ganz toll. Ich glaube, das müssten alle Kratler sein, oder? Glühwürmchen, wo bist du? Glühwürmchen? Darf man hier rein? Ja, ich darf da rein. Ob das so schlau ist, weiß ich gerade nicht. Ich probiere es einmal. Ah, ja, ich glaube, da geht's weiter. Ich hätte nochmal rausschauen sollen. Vielleicht kann ich nochmal raus? Ich will mich da hinten noch umschauen. Was ist da eigentlich? Assad, ach so. Assad, genau. Kann ich da nach hinten? Nö. Da ist soweit nichts. Okay, das ist schon richtig so. Ist ja noch Tutorial. Ja, Tutorial. Haben wir hier irgendwas? Ich bin so eine diebische Elster, ich weiß. Nicht nur alles, was glänzt, will ich mitnehmen.
sondern überhaupt alles. Aber ich glaube, da ist sonst nichts. So, und jetzt? Ist da irgendwas? Wie kann man hier schlafen? Wie kommt man hier rauf, dass man schlafen gehen kann? Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Naja, die machen das schon. Und jetzt töten. Das geht? Geil! Entschuldigung, das war gerade cool. Ein echter Ninja. Ich sage immer gern Ninja. Ich versuche mich zusammenzureißen, Ninja zu sagen. Aber ich sage eigentlich immer Ninja. Ninja! Tschuschusch. Oh, da ist ein Kratler. Da ist ein Kratler. Wie macht man denn das jetzt am besten? Jetzt werde ich aufgedeckt, ne? Okay, ich sollte mich vielleicht hier verstecken. Da ist schattig. Kratler, was machst du? Warten, bis er sich umdreht. Dann geht man an. Jawohl. Und schnell in die Schatten. Das war gut. Das hat Zocki fein gemacht. Fein, Zocki, fein. So, will ich sprinten? Ist hier vielleicht in der Truhe was? Ich bin so... Tatsächlich? Ja? Ach so, da kann ich nur porten. Ich wollte eigentlich Truhe und so aufmachen. Darf ich nicht. Oder vielleicht geht's doch und ich weiß es halt nur noch nicht. Ist da oben jemand, der des Todes... Der den Tod schmecken möchte? Aha. Das ist gut, dass wir da oben sind. Das sind gleich zwei von diesen Deppen. Okay... Geht hier irgendwas auf? Nicht wirklich, ne? Schau mal. Hui. Das war jetzt sehr riskant von mir. Da hätte jetzt jemand herumschleichen können. Ich weiß. Die Stadt ist meilenweit weg. Warum müssen wir dieses Geisterdorf bewachen? Weißt du überhaupt, warum wir hier sind? Hauptmann Yukis Tod. Hauptmann Yukis Ermordung. Damit hat dieser ganze Mist doch angefangen. Komm schon, das weißt du doch noch. Er ist im Wald in einem Hinterhalt geraten. Erinnerst du dich? Getötet von einem feindlichen Attentäter. Das hätte auch hier passieren können. Die sind viel zu schnell. Wir müssen wachsam sein. Jetzt noch mehr als je zuvor. Ja. Ich bin in derselben Tonlage, es tut mir leid. Was soll das sein? Keine Ahnung. Können wir so weit rüber? Na, oder? Ich denke mal, hierhin wird es gehen, wahrscheinlich. Oh, die Schatten, wenn es geht. Schatten? Ja. Und jetzt, kann ich darüber? Nicht wirklich, ne? Zack. Jawohl. Fertig. Schluss aus. Kann man hier hoch? Nur an gewissen Stellen, ne? Dann nochmal hier zurück in die Schatten. Der da drüben ist mir noch ein Dorn im Auge. Puh. Kann ich darüber? Nur hier kurz, ne? Boah, dass der mich jetzt gerade nicht gesehen hat, war einfach nur Glück, ne? Na komm, ich will dahin. Kann ich den umbringen? Von da oben aus? Oh oh! Minus 500? Oh oh. Das war jetzt natürlich nicht so klasse, ne? Ich
wie hat mich der Kratler jetzt gesehen? Wieso durfte ich denn jetzt nicht... Ja, das war klar, dass ich da abnippel. Aber wieso durfte ich denn jetzt nicht von oben? Also ich muss direkt hinter ihm oben stehen, ne? Dann wird's gehen. Ach, Käse, verflixt. Die Stadt ist meilenweit weg. Warum müssen wir... Ach, das ist nochmal die gleiche Geschichte. Warum müssen wir das Geisterdorf bewachen? Vielleicht schaffe ich es jetzt, den Text fertig zu lesen. Weißt du überhaupt, warum wir hier sind? Hauptmann Yuki ist tot. Ich versuche, den jetzt anders zu sprechen. Hauptmann Yukis Ermordung. Damit hat dieser ganze Mist doch angefangen. Komm schon, das weißt du doch noch. Er ist im Wald in ein Hinterhalt geraten. Erinnerst du dich noch? Getötet von einem feindlichen Attentäter. Das hätte auch hier passieren können. Es könnte auch viel zu schnell. Wir können die so kurz reden bei so einem langen Text. Wir müssen wachsam sein. Jo. Wie können die Personen im kurzen Text so schnell quatschen? Ich bin aufgedeckt. Schatten, Schatten. Da oben ist so ein Kratler. Zwei. Bist du gescheit? Das war jetzt nur knapp. Mir war das gerade nicht. Jetzt müsste mal der eine schon kommen, ne? Ja. So. Leg sie weg. Oh mein Gott. Hey, das ist gemein. Wieso kommt der jetzt? Das läuft nicht so gut. Oh, der Part ist auch zu Ende. Das passt aber gut. Hier ist eh der Speicherstandpunkt. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part für heute. Ja, es ist... es fängt jetzt knackig werden an. Ich muss da meinen Hirnschmalz ein bisschen besser einteilen und überhaupt nutzen. Wäre nicht schlecht. Aber ich sehe gerade die Wand. Hier könnte man vielleicht auch nutzen. Ah, ich bin gespannt, wie wir das anstellen werden. Auf jeden Fall, ihr Lieben, ich hoffe, das neue Projekt Aragami gefällt euch und ich hoffe, diese Synchronsprecher hier reden mal langsamer, damit solche riesigen Texte auch gelesen werden können. Ansonsten fange ich einfach mit dem hinteren Teil an, weiter zu lesen, den vorderen kennen wir eh schon. Und ja, wie gesagt, mir gefällt das Spiel sehr gut. Es ist auch fein, dass es schön knackig ist. Es soll ja nicht zu einfach sein. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Spiel gehen wird, aber auf jeden Fall, es ist mir, also für mich ist das wieder jetzt schon ein sehr gelungenes Spiel. Ich weiß, es ist zu früh geurteilt, aber allein schon, dass wir ein Ninja sein dürfen, der Grafikstil und dass wir auch mal durch die Schatten, die Welt aus der Schattensicht sehen können, ist doch wohl echt mal was Feines. Na gut, ihr Lieben. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Seid vorsichtig, wenn ihr in den Schatten herumwandelt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!